Ach ja. Ja, also die Firmenzentrale ist in dem Fall ein Acker tatsächlich. Fake Shops, die euch das Geld aus der Tasche ziehen wollen, sprießen gerade wie Pilze aus dem Boden. Und wie ihr die erkennt, welche Beispiele es gibt und was ihr tun könnt, wenn ihr Opfer eines solchen Jobs geworden seid, das erfahrt ihr jetzt in diesem Video. Und ich würde mal sagen, los geht's. Ja, Freunde, ein sehr, sehr interessantes und erschreckendes Thema. Ich bin damals tatsächlich darauf gestoßen, als ich mal eine Facebook-Werbung gesehen habe. Da ging es dann irgendwie um eine günstige Nintendo Switch, die ich mir zu dem Zeitpunkt kaufen wollte. Bin dann auf die Seite gegangen und habe dann gesehen, wow, geil. 70, 80 Euro günstiger als alle anderen Shops. Bin dann auf Idealo gegangen, hab dann gesehen, irgendwie sind alle Shops teurer und der Shop, den ich jetzt da irgendwie gerade gefunden habe, der ist überhaupt gar nicht aufgelistet. Grund dafür, das Ganze war ein Fake-Shop, das heißt, dieser Shop existiert in dieser Form gar nicht. Letztendlich ist es einfach eine leere Webseite, die nur dafür da ist, dass ihr quasi denkt, geil, ich kann mir da jetzt irgendwie ein neues Handy kaufen oder sowas. Dann Vorkasse geht und dann natürlich gar nichts bekommt und dann im schlimmsten Fall halt Schaden habt in Höhe des Preises, den ihr da bezahlt habt. Interessant vor allen Dingen auch, weil es diese Fake Shop halt nicht nur für Technik gibt, sondern quasi wirklich für jeden einzelnen Bereich, den man so kennt, auch für Gartenmöbel, für Werkzeug, für alles quasi. Deswegen kann man wirklich nie sicher sein, wenn man jetzt einen neuen Shop findet, den man noch gar nicht kennt, ob das vielleicht sogar ein Fake Shop ist. Deswegen schauen wir uns das Ganze mal an, dass ihr dann in Zukunft auch nicht drauf reinfallt, wie ich fast drauf reingefallen wäre. Für den Einstieg habe ich mal hier wirklich mal so einen Fake Shop rausgesucht, TechWeb nennt er sich, dein Online-Shop, mega geil, hier vorne direkt mit so einer Rabattaktion, ja, einfach so ein zusammengezimmertes Video, das halt auf dem ersten Blick relativ professionell aussieht. Dann geht man hier rein, man hat hier direkt hier Rabattaktionen, so sehr beliebte Artikel wie zum Beispiel natürlich Mario Kart 8. Wenn man jetzt irgendwie Switch Gamer ist, dann ist das wahrscheinlich so einer der ersten Spiele, die man so kaufen würde. Dann natürlich hier so ein Apple iPad Pro, klar, also so wirklich so die absoluten Mainstream-Technik-Produkte, würde ich jetzt einfach mal sagen, ne? Wo die meisten Leute sagen würden, okay, ist für mich interessant. Dann hat man jetzt zum Beispiel hier, das ist nämlich eigentlich wirklich so ein Musterbeispiel, Nintendo Switch Animal Crossing New Horizon Edition. Da kann man jetzt einfach mal gucken, zum Beispiel, das hatte ich jetzt auch als erstes Beispiel mal rausgesucht für so ein Angebot. Und hier sieht man nämlich, wenn man jetzt auf Idealo geht, hier ist der günstigste Preis 429 Euro, hier auf der Seite 289,99 Euro, runtergesetzt von 349 Euro, was ja schon bei weitem nicht der Standardpreis ist. Und jetzt gehen wir mal hier einfach mal zum Beispiel, gucken wir uns jetzt einfach mal hier den Preisverlauf an. Klar, es gab jetzt hier Zeiten, jetzt zur Black Friday Zeit, Vorweihnachtszeit für 358 mal. Der Standardpreis ist wirklich eher so 429. Wenn man jetzt mal hier auf Amazon geht, 464 Euro, dann merkt man schon halt direkt am Anfang, die Preise können eigentlich in der Form nicht stimmen. Und das hat man bei ganz, ganz vielen Produkten hier. Das fällt natürlich besonders auf bei Technik, bei so Mainstream-Technik, wenn man hier natürlich am leichtesten vergleichen kann. Da kann man direkt hellhörig werden und überlegen, okay, dir scheint wohl was im Argen zu sein. Aber jetzt gerade vielleicht bei anderen Produkten, Mode, wird es halt langsam ein bisschen schwieriger, weil da gibt es halt auch manchmal so Ausnahmen, dass irgendwie eine Wellensteinjacke in einer bestimmten Größe dann halt günstiger verfügbar ist, ausnahmsweise. Da wird es halt ein bisschen kniffliger. Aber erstes Merkmal und wichtigstes Merkmal für Fake-Shops auf jeden Fall die viel zu krassen Angebote. Vor allen Dingen, wenn man jetzt solche Angebote hat, die landen meistens dann tatsächlich dann schnell auf Schnäppchenportalen, wenn es echte Angebote sind, und die sind dann auch sehr schnell ausverkauft. Dann ein wichtiges weiteres Merkmal findet ihr, wenn ihr tatsächlich dann was kauft. Und zwar ist es nämlich so, dass solche Shops natürlich dann Geld verdienen, wenn ihr das Geld nicht wieder zurückfordern könnt. Das geht am besten, wenn ihr einfach eine Vorkasse überweist. Da gibt es natürlich Möglichkeiten, da gehe ich später nochmal drauf ein, das Geld wieder zurückzufordern. Also man ist da nicht komplett verloren. Es gibt auch Fake-Shops, wo ihr mit PayPal oder eine Kreditkarte bezahlen könnt. Aber in der Tendenz, meistens ist es so, dass das Ganze über Vorkasse geht. Was mittlerweile sehr tückisch ist. In der Vergangenheit war es so, dass viele von diesen Fake-Shops kein Impressum hatten.
Mittlerweile ist das so, dass man hier wirklich eine E-Mail-Adresse hat. Man hat hier eine Telefonnummer. Man hat hier dann tatsächlich auch ein Impressum. Hier kann man auch auf Google Earth gehen. Hier ist man dann in... Ach, krass. Das hat sich hier auch geändert. Die waren vorher woanders. Interessant, wie die jetzt sind. Ach ja. Ja, also die Firmenzentrale ist in dem Fall ein Acker tatsächlich. Also diese Wiese da ist jetzt gerade die Firmenzentrale von TechWeb. Ja, ja. Sagen wir mal so, das zeigt jetzt ungefähr so ein bisschen so die Seriosität. Außerdem hat der Verbraucherschutz hier nochmal festgestellt, dass der Server in den USA liegt, was es halt nochmal schwieriger macht, dagegen vorzugehen. Rechtlich, aus Deutschland. Jetzt habt ihr schon mal ganz gute Anhaltspunkte, dass es sich hier um einen Fake-Shop handelt. Was man aber auf jeden Fall noch machen sollte, sind Erfahrungen googeln. Hier habe ich zum Beispiel mal was gesucht und habe hier in der Auktionshilfe was gefunden. Hier gab es nochmal Erfahrungsberichte genau über diesen Shop. Hier gibt es dann halt nochmal einzelne User, die halt nochmal was dazu geschrieben haben, die halt selber vielleicht davon nochmal betroffen waren. Das hilft euch einfach weiter. Einfach nochmal nachfragen, da gibt es also sowas wie Trusted Shops, aber auch vor allen Dingen Verbraucherschutz. Die haben eine riesen Liste dazu. Da würde ich auch einfach nochmal nachgucken, wenn ihr unsicher seid mit solchen Shops. Hier kann man auf jeden Fall sagen, die Faustregel ist, wenn es zu krasse Angebote gibt, wenn das Impressum irgendwie ein bisschen undurchsichtig bzw. ein bisschen skurril ist. Und drittens, wenn ihr nur in Vorkasse bezahlen könnt, dann handelt es sich wahrscheinlich um einen Fake-Shop. Was auffällig ist, wenn es viele Fehler gibt auf den Seiten. Wobei man hierbei auch sagen muss, wenn ihr zum Beispiel auf China-Shop-Seiten geht, wie zum Beispiel AliExpress, was ja ein seriöser Anbieter ist an sich, da findet ihr auch viele Fehler. Und da gibt es dann andere Probleme vielleicht mit dem Zoll und so weiter. Aber das sind halt keine Fake-Shops. So, was passiert denn überhaupt, wenn ihr jetzt Opfer von einem Fake-Shop geworden seid? Erstens habt ihr natürlich einen Schaden. Ihr bekommt wahrscheinlich euer Geld nicht zurück. Ihr habt aber noch teilweise weitere Folgeschäden. Es kann nämlich passieren, dass zum Beispiel eure Daten missbraucht werden, um zum Beispiel neue Fake-Shops aufzumachen. Das ist tatsächlich schon passiert. Außerdem kann es natürlich durchaus auch sein, dass von eurer Kreditkarte beispielsweise weiteres Geld abgebucht wird. Das heißt, wie geht ihr vor, wenn ihr jetzt Opfer geworden seid? Wenn ihr eine Kreditkarte habt, dann geht ihr so vor, als erstes lasst ihr die Kreditkarte sperren, dann geht ihr zur Polizei und erstattet Anzeige. Als dritten Schritt solltet ihr euch mit eurem Kreditkartenanbieter auseinandersetzen und versuchen, das Geld wieder zurückzufordern. Das Ganze natürlich mit der Begründung auf Betrugsverdacht. PayPal ist nochmal ein bisschen eine andere Nummer. Wenn ihr hier mit Waren und Dienstleistungen bezahlt habt, könnt ihr hier auch gerne mal aufs i gehen. Hier habe ich nämlich genau zu diesem Thema letzte Woche was zu gemacht. Dann habt ihr nämlich den Käuferschutz. Und der Käuferschutz hat in diesem Fall eigentlich ganz gute Chancen. Als erstes müsst ihr hier versuchen, mit dem Verkäufer eine Einigung zu finden. Ich denke mal, bei so einem Fake-Shop wird es relativ schwierig. Wenn ihr das aber versucht habt und dann PayPal nachvollziehbar darlegt, dass ihr hier betrogen wurdet, bekommt ihr das Geld vermutlich wieder zurück. Da mehr Details dazu auf jeden Fall in diesem Video. Ihr habt ja, glaube ich, ganz gute Chancen. Wenn ihr jetzt aber mit Vorkasse bezahlt habt, dann geht ihr erstens natürlich zur Polizei auch und dann könnt ihr versuchen, mit eurer Bank eine Einigung zu finden. Natürlich wieder mit dem Betrugsverdacht, wenn ihr Glück habt, dann funktioniert das auch. Seid ihr selber mal auf einen Fake-Shop gestoßen oder gar tatsächlich hier auf einen reingefallen? Das würde mich mal gerne interessieren. Schreibt es mal gerne in die Kommentare rein. Habt ihr noch mal Fragen zu diesem Thema? Habt ihr Bock auf mehr Fake-Shop und Scam-Inhalte? Dann hinterlasst gerne einen Daumen und folgt uns natürlich auch gerne. Abonniert uns gerne, wenn ihr mehr Bock habt auf solche Themen. Und hier haben wir eine Playlist zu allen Scams. Da könnt ihr gerne mal reinschauen und noch mehr Inhalte zu Scams euch anhören und anschauen. Und ich würde mal sagen, Freunde, macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal und tschaußen.